Heute gibt es einen kleinen Vorgeschmack auf die Themen des ersten internationalen Familie der Zukunft Online-Summit für die Freiheit deiner Familie. Und ich möchte dir heute drei wunderbare Sprecher schon mal vorstellen, beziehungsweise dich schon mal ein bisschen neugierig machen, indem ich dir schon mal verrate, über welche Themen wir mit diesen wunderbaren Herzensmenschen im Rahmen dieses Kongresses, im Rahmen dieses Summit gesprochen haben. Und zwar sind dabei Equiano Intensio, Marco Lachmann-Anke und Sarah Althaus und Jürgen Heim. Mit Equiano Intensio haben wir gesprochen über das Thema, was bedeutet Freiheit überhaupt in der Familie? Es geht um das Thema, welches spirituelle Potenzial hat das Familienleben überhaupt? Und auch, wie kann ich die Familie und Partnerschaft als Tor zu Gott und in meinem Leben erfahrbar machen. Also du merkst, es geht ganz, ganz tiefgehend auch. Wir haben mit ihm darüber gesprochen, was ist eine gesunde Abhängigkeit, wie kann ich eine bewusste Vaterschaft oder auch Mutterschaft leben und warum gibt es Geschwisterschaft und welche Bedeutung haben auch diese Beziehungen. Mit Marco Lachmann-Anke haben wir darüber gesprochen, warum es wichtig ist, sich in die Energien von erfolgreichen Menschen zu begeben. Dann ging es auch um das liebe Thema Geld, warum übliche Währungen in Euro und Dollar, also das sogenannte Fiat-Geld, im Grunde genommen sehr, sehr unsicher sind. Und welche Gefahren sich auch darin verbergen, nur einen Standort, also sprich nur einen Wohnsitz zu haben. Und es wird auch eine grenzgeniale Übung geben mit Marco Lachmann-Anke. Und zwar, wie du absolute Klarheit zu deinen kühnsten Träumen bekommst und erste Schritte auch in diese Richtung gehen kannst. Und dann geht's weiter mit Sarah Althaus und Jürgen Heim. Mit ihnen haben wir darüber gesprochen, welches Instrument sie genutzt haben, um in ein freies Leben zu starten, also um frei auf der Welt unterwegs zu sein, um auf Weltreise zu gehen. Wie plant man überhaupt eine Weltreise mit der Familie? Und Reisen bedeutet natürlich auch 24/7 zusammen zu sein. Die beiden werden aus dem Nähkästchen plaudern, wie sie es geschafft haben, auch damit klarzukommen. Und sie haben auch aus dem Nähkästchen geplaudert, was das mit ihrem Selbstvertrauen und dem Urvertrauen ins Leben gemacht hat, wie sie damit das Selbstvertrauen und das Urvertrauen auch gestärkt haben und auch grundsätzlich, was Reisen mit der Familie überhaupt ausmacht und was es mit der gesamten Familie macht. Jetzt kannst du selbst mal noch reinhören, was unsere wunderbaren Herzensmenschen aus ihrer Sicht auch noch zu diesem ersten großen Familie der Zukunft Online-Summit hier zu sagen haben. Und du findest in der Nähe von dem Video auch den Link, wo du dir jetzt dein Freiticket schon mal sichern kannst, damit du keine wertvollen Impulse und Schritte versäumst und ja, auch du mit deiner Familie, mit deinen Liebsten in dein freies Leben starten kannst in diesem Jahr. Wir freuen uns auf dich, sicher dir dein Ticket und bis gleich auf der anderen Seite. Da gibt es auch gleich schon drei Geschenke für dich. Hi, mein Name ist Marco und ich bin hier gerade in Ägypten in einem Beduinenzelt und ich hatte gerade ein wundervolles Interview mit der Irmgard zum Thema, wie du nicht nur finanziell freier wirst, sondern wie du dich generell freier aufstellen kannst und vor allen Dingen das Allerwichtigste, was du als erstes tun solltest, nämlich wie du starten kannst. 100% Empfehlung, also mir hat es mega Spaß gemacht. Vielen Dank dafür nochmal und wir sehen uns dann im Interview im Kongress. Bis dahin, euer Marco. Ciao. Ciao, vielen Dank. Hi, wir sind Sarah Und Jürgen. und zusammen reisen wir mit unseren Kindern, die sind 4 und 6 Jahre alt, reisen wir um die Welt, schreiben auf unserem Blog Rapunzel raus über unsere Abenteuer und an diesem Familiensummit. Ja, kriegst du unsere Insights und ganz viel Know-how. Tipps von ganz vielen Experten, wie du dein Traumleben mit deiner Familie gestalten kannst und sollst. Sei dabei, lass dir diese Chance nicht entgehen.